Hi, ich bin's wieder, eure Fabi. Heute mache ich drei Dinge, was ich an meine Tante mag und drei Dinge, was ich nicht so mag. Komm mal her. Hallo. Also, leg los. Was ich nicht so mag, ist, wenn sie so oft ihre Ruhe haben will. Und ich meine... Ich bin ein erwachsener Mensch, ich bin älter wie du. Wenn sie sagt, zum Beispiel sagt sie, sie will 5 Minuten alleine sein. Dann komme ich in 5 Minuten wieder und dann sagt sie, nee, in 5 Minuten habe ich gesagt. Habe ich gesagt, 5 Minuten sind rum. Nee, dann warte noch 10 Minuten. Es gibt halt manchmal einfach so Phasen, wie zum Beispiel heute Vormittag, da wollte ich einfach komplett meine Ruhe haben. Aber ich habe halt einfach nichts gesagt, weil ich genau weiß, dass sie dann immer traurig ist. Und sie ist sowieso schon immer so selten bei mir. Und ich freue mich schon immer, wenn sie kommt. Also das Zweite, was ich nicht an meiner Tante mag, ist... Das ist mich einfach so lieb. Ja, dass sie manchmal sehr genervt ist und zwar genervt von. Das ist aber nur einmal im Monat und du weißt genau, wann das ist. Ach so, ja. Und das Dritte, was ich nicht mag, ist, wenn sie sehr schlecht gelaunt ist und ich möchte mit ihr drüber reden, dann will sie nicht mit mir drüber reden. Da bin ich aber in der Hinsicht wie deine Mama oder wie alle in unserer Familie. Ja, aber du sagst selber, dass man mit mir viel reden kann. Also könntest du dann mit mir auch drüber reden. Naja, okay. Gut, ich werde es versuchen zu ändern. Ja, hast recht. Und drei Dinge, was ich an meiner Tante mag. Das erste ist, sie ist sehr lieb und hilfsbereit. Yay! Sie macht mit mir viele Sachen und mir ist fast nie langweilig, außer wenn sie mal ihre Ruhe haben will, aber es ist ja normal, dass man dann langweilig ist. Und das Dritte, sie bringt mich sehr oft zum Lachen. Ja. Das mache ich eigentlich 24/7, egal was ich mache, du lachst immer. Siehst du? Ja. Naja, bei einer Person lache ich nicht immer. Hä? Bei meiner. Freundin? In Anführungszeichen. Ach so, ja. Ja. Das ist, ja, klar. Und bei einem lache ich auch sehr oft. Du weißt bei wem? Bei Markus? Nein. Rambo? Na, ja, auch. Aber Rambo ist mein Hund. Ja, aber das andere weißt du aber nicht sagen. Ach so, ja. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. So, willst du noch was dazu sagen? Nö. Nö? Eigentlich nicht. Ich bin zufrieden soweit, ja. Okay. Ich bin froh, dass du mich so akzeptierst, wie ich bin. Natürlich doch. Jeder Mensch ist, wie er ist. Ja. Tschüss.